So, jetzt habe ich die richtige Einstellung von meinem Schrubbhobel, richtigen Winkel gefunden. Und wer das noch nicht kennt, der sieht das jetzt. Also geschrubbt wird schräg oder gar ganz und gar quer zur Holzmaserung. Und mal gucken, ob man das sieht. Also jedenfalls ist der etwas schmaler als ein normaler Hobel und das Hobeleisen guckt gerundet unten raus und holt dadurch dicke, fette Späne. Ich bin jetzt hier so gut wie bis zum Riss runter, fehlt nur noch minimal. Das mache ich jetzt mit einem Doppelhobel und beziehungsweise mit der Raubbank. Schön glatt noch. Schrubbehobel hat seinen Dienst getan. Das nur noch mal so viel zur Arbeit vom Schrubbehobel. Macht schöne Späne, ganz anderer Art. Ja. Duftet gut nach Kiefernbad. Könnte man denken, was in der Badewanne. Also, Schrubbhobel war das. Also das fertig aushobeln von so kurzen Werkstücken mit der Raubbank macht auch Spaß. Aus den einfachen Grund, Masse ist da, damit Schwungkraft und ja, gut und fein eingestellt und frisch geschärft vor allen Dingen, hatte ich ja schon mal erwähnt, geht das einwandfrei. So, müsste jetzt auch ein Fertigmaß sein. Ich messe jetzt gleich mal auf. Hier an der Ecke muss noch ein bisschen was weg. Das mache ich jetzt mit dem Putzhobel. Weil der ist schön fein eingestellt und da kann ich dosiert arbeiten, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich dann gleich wieder zu viel weghobel. Immerhin sind das jetzt die Korpusseitenteile, werden da draus geschnitten und die muss ich hinterher nicht noch mal nachbearbeiten, wenn ich sie jetzt gleich ordentlich die Oberflächen mache. Die werden ja dann auch furniert. So. So. Mensch, ich habe gar nicht noch mal nachgemessen. Das ist ja richtig gut. Okay. Dann geht es jetzt weiter. Die zwei Kanten fügen. Alles klar. Machen wir das mal jetzt.